Meine Freunde unterstützen mich in meinen Vorhaben, Offizierin bei der Bundeswehr zu werden, sehr und geben mir auch viel Rückhalt. Ich mache diese Ausbildung, um später im Ernstfall möglichst gut darauf vorbereitet zu sein, Menschen zu führen und sie sicher nach Hause zu bringen. Warum du dich als junger Mensch für eine Karriere als Führungskraft bei der Bundeswehr entscheiden solltest, guck dir das Video an und find's heraus. Hallo, ich bin Gefreiter Denise. Ich bin hier in der Spezialgrundausbildung als Offizieranwärterin. Ich wollte auf keinen Fall einen Schreibtischjob haben. Ich finde es auch gut, viel draußen zu sein. Also meine Motivation, wenn es den ganzen Tag regnet, ist die warme Dusche, wenn man wieder reinkommt. Im Biwak finde ich es besonders gut, dass man auch draußen unter erschwerten Bedingungen wie Wettereinflüssen alles anwenden kann. Und das macht sehr viel Spaß draußen. Die Ausbildungsinhalte hier in der SGA sind unter anderem die Geländeorientierung, die Waffenausbildung an der P8, dem MG3 und der Panzerfaust. Außerdem bekommen wir eine Ersteinweisung in Fahrzeuge wie die Panzerhaubitze. Und danach erfolgt die Nachbereitung der Ausbildung, das Abbauen der Station, Waffenreinigen in der Waffenkammer und dann ist um 16:30 Dienstschluss. Am coolsten in der Ausbildung finde ich auf jeden Fall die Kameradschaft, da man sich auch immer gegenseitig unterstützt und unterstützen muss tatsächlich. Und man hier in jeden Tag Abwechslung hat. Es ist nie das Gleiche, was mir auch sehr wichtig ist. Ich werde bei der Bundeswehr Staats- und Sozialwissenschaften in München studieren, was mit einem Politikstudium vergleichbar ist, jedoch deutlich intensiver. Außerdem gibt es die Nähe zu den Kameraden, mit denen man in einem Bereich wohnt und auch dementsprechend viel Zeit zusammen verbringen kann. Jedem, der mit dem Gedanken spielt, Führungskraft bei der Bundeswehr zu werden, würde ich empfehlen, vorerst ein Praktikum zu machen. Insgesamt kann man bei der Bundeswehr viele Sachen lernen. Es unterscheidet sich auf jeden Fall zu einer zivilen Ausbildung als Führungskraft, da hier mehr Disziplin und auch mehr körperliche Anstrengung herrscht. Das Berufsleben in der Bundeswehr wirkt sich auf jeden Fall stark auf das Privatleben auf, weil man meistens 5 Tage die Woche nicht zu Hause ist. Dadurch werden Beziehungen oder auch Freundschaften meistens nur am Wochenende zu pflegen sein. Das lässt einen die Freundschaften auch besser schätzen. Cool, dass du dran geblieben bist. Wenn du mehr wissen willst, geh auf bundeswehrkarriere.de und finde heraus, ob du als Offizierin oder Offizier oder auch als zivile Führungskraft geeignet bist. Wir sehen uns!